Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und ein paar so quasi eine kleine Einleitung in dieses Thema Gamification Ihnen präsentieren darf. Es ist so, ich bin eben im Vorfeld der Veranstaltung gebeten worden, als erster Redner hier ein bisschen drauf zu schauen, dass wir eine gemeinsame Vorstellung davon bekommen, was dieses Thema Gamification eigentlich ist, sein kann, was so Chancen und Probleme sein können, mögliche Einsatzgebiete. Und wir haben am Anfang ja in der Einleitung schon gehört, Gamification ist der Einsatz von Spielelementen in Nicht-Spiel-Umgebungen. Das ist eine sehr, glaube ich, schlüssige Definition. Das lässt nicht, also da gibt es nicht sehr viel Mist zu verstehen dran. Es gibt aber einiges zu ergänzen dran. Zum Beispiel die Frage, was meinen eigentlich Spielelemente? Was ist das eigentlich? Was könnte das in diesem Zusammenhang sein? Und auf der anderen Seite eine ganz wichtige Frage, nämlich wozu machen wir das eigentlich? Wozu wollen wir Spielelemente in Nicht-Spielumgebungen einsetzen? Da ist einmal die Sache, die uns, glaube ich, allen relativ intuitiv klar ist, dass Spiele Spaß machen. Wir alle spielen gerne. Spiel hat irgendwie was. Ja? Aber um konkreter zu werden, die Frage ist, was bringt es uns, wenn wir in einem spezifischen Kontext oder in verschiedenen spezifischen Kontexten Spielelemente einsetzen. Da gibt es so verschiedene Zugänge dazu und ich möchte unter anderem in diesem kurzen Vortrag auch versuchen, da ein bisschen die verschiedenen Möglichkeiten ein bisschen aufzumachen. Das heißt, grundsätzlich, also Gamification ist mit Chancen, aber auch mit Risiken verbunden. Das ist auch der quasi einer der drei Schwerpunkte, die wir heute Nachmittag haben. So. Und in diesem Talk wird es einmal vor allem darum gehen, die Frage zu stellen, was ist Gamification und gleichzeitig aber auch, weil das eine gar nicht so unwesentliche Frage ist, was ist nicht Gamification? Es gibt nämlich einige so Themenfelder, die auch viel mit Spiel zu tun haben, die auch viel mit Spiel in Nicht-Spielsituationen oder im Alltag zu tun haben, die aber, obwohl es Überschneidungen gibt, nicht ganz Gamification quasi sind. Und es ist meistens ganz nützlich, so eine Abgrenzung vorzunehmen, um dann das eigentliche Thema, nämlich Gamification, ein bisschen klarer sehen zu können. Und ich möchte jetzt mit dem ersten dieser Themenfelder, die nicht Gamification sind, anfangen. Das erste, wo ich eine Abgrenzung vornehmen möchte, nämlich wir haben vor allem durch den Erfolg von digitalen Spielen, Computerspielen, haben wir schon seit längerer Zeit Ansätze, bei denen versucht wird, Computerspiele zu nutzen, nicht nur um zu unterhalten, sondern um ernste Zwecke zu verfolgen. Das kann sein, dass wir Wissen vermitteln wollen, dass wir quasi Leuten helfen wollen, Fähigkeiten zu erwerben. Dieser Bereich, der sich Serious Games nennt, kann gewisse Überschneidungen zu diesem ein bisschen mysteriöseren Thema Gamification haben, aber es ist an sich ein eigenständiger Bereich. Wir haben da Beispiele, wo es wirklich konkret darum geht, die erste Folie zum Beispiel zeigt ein Serious Games, bei dem es ganz klar darum geht, Aufmerksamkeit für ein wichtiges Anliegen wecken zu wollen. Das erste Beispiel ist, Dying, ein Spiel, das schon ein bisschen älter ist und damals sich zum Ziel gesetzt hat, die Öffentlichkeit aufmerksam auf die Krise im Sudan zu machen, ein Spiel, in dem wir in der Rolle von Dorfbewohnern versuchen müssen, Wasser zu holen und ins Dorf zu bringen und gleichzeitig den Militärpatrouillen auszuweichen. Was hier ganz schön sichtbar ist, dass Spiele hier nicht nur, also dass hier nicht nur Spiele benutzt werden, um uns Informationen zu vermitteln, sondern um uns
ein bestimmtes Problem, eine bestimmte Situation aus einer bestimmten Perspektive erlebbar zu machen. Das heißt, wir kommen wirklich in eine gewisse spielerische Not, die uns einen ganz leichten Hinweis auf die Not von Menschen in der realen Situation geben soll. Dieser Bezug zum ernsten Leben findet sich auch ganz stark in einer eigenen Schiene im Bereich von Serious Games, nämlich Training Games. Also die Folie hier unten zeigt eines von relativ vielen Beispielen von Serious Games, die dazu dienen sollen, Einsatzkräfte, in diesem Fall Feuerwehrleute, darauf zu trainieren, wie sie sich in bestimmten gefährlichen Situationen am besten verhalten sollen. Und das dritte Bild zeigt uns einen dritten ganz großen Bereich, der in Richtung Serious Games geht und uns auch zum nächsten Thema überleitet. Hier handelt es sich um Ludwig. Das ist ein Physik-Lernspiel, das seinen Ausgang auch tatsächlich an der Donau ohne Krems gefunden hat. Und damit sehen wir schon den Einsatz von Serious Games im Bildungsbereich. Bevor ich jetzt dazu weitergehe, die Frage, wie grenzen wir das von Gamification ab? Wir haben gesagt, Gamification hat damit zu tun, Spielelemente im Alltag einzusetzen. Und das, wo Serious Games hier ganz klar rausfallen ist, es handelt sich hier nicht um Spielelemente, sondern hier werden komplette ganze Spiele gemacht, die einen ernsten Zweck verfolgen sollen und die so in Beziehung mit dem Alltag und dem echten Leben stehen sollen. Ganze Spiele. Jetzt der nächste Bereich, und da gibt es wieder sehr starke Überschneidungen, ist der ganze Bereich von Game-Based Learning. Das habe ich mit dem Physik-Lernspiel schon kurz angedeutet. Game-Based Learning kann manchmal auch in Form von Gamification stattfinden, ist aber nicht zwangsläufig mit Gamification gleichzusetzen. Wenn wir zum Beispiel Spiele im Unterricht einsetzen, um Lernerfahrungen zu ermöglichen, wie bei der Folie oben links quasi sichtbar ist. Also dieser Einsatz von digitalen Spielen oder überhaupt von Spielen im Schulunterricht ist auch nicht Gamification, weil hier ja wieder ganze Spiele verwendet werden und die Unterrichtssituation sich nicht wesentlich davon unterscheidet, wenn ich jetzt einen Film im Unterricht verwende, wenn wir gemeinsam ein Buch oder auch ein Schulbuch als Angelpunkt dieses Unterrichts haben. Es gibt aber wieder so Formen, wo Gamification eine Rolle spielt. Ein Beispiel dafür ist Classcraft, das sozusagen ein Spielinterface ist, das es ermöglichen soll, die Dinge, die im Unterricht passieren, in Form eines Rollenspiels erlebbar, erfahrbar zu machen. Es geht darum, dass Schülerinnen hier ihre Charaktere erstellen können und Dinge wie Lernaufgaben werden hier in Quests, nicht übersetzt, aber sozusagen in Quests, in Questform dargestellt. Eine Quest ist in Computerspielen eine Aufgabe, die man erfüllen muss, für die es dann am Schluss auch Punkte, eine Belohnung gibt. Also grundsätzlich, dieser zweite Bereich ist auch etwas, es gibt Überschneidungen, aber es ist eben nicht Gamification im eigentlichen Sinn, nämlich wir versuchen auf einen Bereich zuzugehen und den so zu gestalten, als wäre er ein Spiel, ohne dass ein ganzes Spiel daraus entsteht. Es geht um den Einsatz von bestimmten Elementen von Spiel in einer Alltagssituation. So, Moment, ganz kurz, ich muss nur die Zeit kontrollieren, dass ich da kann. Ja. Eine ganz wichtige Frage, wenn wir uns jetzt diese eigentliche Gamification anschauen, ist die Frage, wozu machen wir das? Wozu wollen wir Spielelemente in Nicht-Spielsituationen einsetzen? Und da gibt es eben, wie gesagt, zwei so große verschiedene Zugänge, also zwei so Grundtendenzen. Die erste ist im Grunde so alt wie die Idee oder vor allem wie der Begriff Gamification selbst. Das ist nämlich der Zugang zu Gamification, der mit einem gewissen, meistens kommerziellen Versprechen an Effizienz verknüpft ist, nämlich die Idee, Spielprinzipien dazu zu
benutzen, ein bestimmtes Verhalten auszulösen. Also das ist hier ein Auszug aus einem ganz weitreichenden White Paper eines Unternehmens, das schon seit der frühen, seit den Anfängen von Gamification-Strategien entwickelt, um für Unternehmen Gamification-Lösungen anzubieten. Und das Grundargument ist hier, wir können hier unsere Durchspielprinzipien, Durchspielelemente, unsere User, unsere Kundinnen und Kunden, unsere Mitarbeiter dazu bringen, bestimmte Dinge zu tun, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Und das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass das immer eine Erleichterung für diese Kundinnen, Mitarbeiter oder User ist, sondern das hat vor allem etwas mit zu tun, sicherzustellen oder quasi nahezulegen, dass ein bestimmtes Verhalten gezeigt wird. Und hier sieht man auch ganz deutlich einen Punkt, der ganz oft Anlass zu Kritik an dieser Idee von Gamification ist. Und der kann in zwei Richtungen gehen. Auf der einen Seite dieser allerdings meistens eher ein bisschen undefinierte Vorwurf, dass es hier um eine Art der Manipulation geht, wo sicher was dran ist, aber das hat vor allem auch damit zu tun, dass wenn man sich Spiele an sich und Game Design anschaut, dass Game Design an sich etwas also immer mit einer gewissen Manipulation verbunden ist, ob das dann positiv oder negativ ist, hängt dann sehr von den konkreten Fällen ab. Der eigentliche Kritikpunkt hier ist meistens der einer Reduktion, nämlich dass diese Idee, wir wollen Spielelemente im Alltag einsetzen, auf ganz, ganz bestimmte Aspekte von Spiel reduziert wird und das vielleicht gar nicht so die beste, weitreichendste Möglichkeit ist. Also so, ich möchte nur ein paar Minimalbeispiele bringen, weil wir in den späteren Talks sicher viel konkretere Anwendungen kennenlernen werden, aber das, was wir alle kennen, sind die verschiedensten Arten von Treuepunkten oder Customer Loyalty Programs, was Fluglinien schon lange machen, lange bevor wir über Gamification gesprochen haben, gab es Dinge wie Flugmeilen, die wir sammeln konnten, um dann Gratisflüge zu bekommen. Ein anderes sehr bekanntes Beispiel ist das Belohnungssystem von Starbucks, wo ich Punkte sammeln kann, indem ich Kaffee trinke und die Punkte dann wieder in Kaffee einlösen kann. Oder, was sicher auch die meisten von uns kennen, das schlichte die Sparmarkerln, wenn man beim Einkaufen seine Punkte sammelt und dann ab einer gewissen Zahl Punkte die 4% beim nächsten Einkauf sammeln kann. Und ich spreche jetzt sehr viel von Punkten, ganz bewusst, weil nämlich diese Art von Gamification ganz oft oder sehr häufig kritisiert wird und von Anfang an wurde, als quasi die Strategie, dass das Unwesentlichste an Spielen sich herauszubilden, nämlich den Umstand, dass es Punkte, dass es Belohnungen, dass es Levels gibt und das quasi zum Wesentlichen zu erklären und quasi daraus Gamification-Strategien abzuleiten. Eine Strategie, die oft als ein bisschen abfälliger als Punktifizierung bezeichnet wird. Und ich möchte jetzt ein bisschen die Frage stellen, es gibt diesen zweiten Zugang dazu, was Gamification ist und soll, der auf den ersten Blick ganz ähnlich ausschaut, nämlich, also ich bringe jetzt eine zweite Definition, die fast gleich ist wie die wir am Anfang benutzt haben, nämlich Gamification als der Einsatz von Game Design Elementen in Bereichen des Nichtspiels. Und diese Definition, dieser Zugang unterscheidet sich in zwei Punkten von dem vorher. Das erste ist, wenn man genau schaut, ist hier nicht die Rede von Spielelementen, sondern von Spiele-Design-Elementen. Ich kann da jetzt nicht zu viel drauf eingehen, weil ich langsam auf die Zeit achten sollte. Ja? Aber grundsätzlich geht es hier darum, wirklich einen Bereich so zu designen, wie es ein Spiele-Designer machen würde. Da geht es nicht um bestimmte Elemente, die wir vom Spiel auf die Situation übertragen können, sondern da kann es zum Beispiel darum gehen, dass wir im Gestaltungsprozess
gewissen Prinzipien folgen, die für Game Designer ganz, ganz selbstverständlich sind und oder beziehungsweise ein Faktor, der hier ganz wichtig ist, ist, dass Spieledesigner nicht einfach ihr Arsenal an Elementen haben, dass sie auf verschiedene Themen draufhängen, sondern dass sie sehr genau dieses Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen wollen, analysieren, sich fragen, welche Erfahrungen möchten sie hier in Bezug auf welche Themen möglich machen und dann sehr auf die sehr der jeweiligen Situation angemessen Entscheidungen treffen. Das kann mit Punkten und Highscores zu tun haben, das kann aber auch vollkommen anders ausschauen. Der andere Punkt, und den finde ich noch um einiges wichtiger an dieser Definition, ist, dass diese Definition, und das habe ich Ihnen vorher ein bisschen unterschlagen, vor allem bei der Frage, wozu machen wir das, ein bisschen anders ausschaut, indem sie sagt, Gamification soll positive Erfahrungen ermöglichen und dazu motivieren, sich besonders intensiv und dauerhaft einer Aktivität zu widmen. Der Kern dabei ist einerseits die positive Erfahrung und andererseits, wenn man es ein bisschen überträgt, dieser Gedanke, der da ein bisschen mitschwingt, wir wollen nicht Leute dazu bringen, etwas zu tun, sondern wir wollen etwas, was sie wahrscheinlich ohnehin gern machen würden oder getan hätten, ihnen ein bisschen angenehmer machen, ihnen leichter machen, ihnen eine andere Möglichkeit geben, diese Sache zu tun. Und ich möchte auch nur aus Zeitgründen ein Beispiel vorstellen, was meiner Ansicht nach das, also es ist ein sehr kleines Beispiel, aber das bringt das, glaube ich, sehr gut auf den Punkt, genau diesen Faktor. Dieses Beispiel ist die Level Me Up App, die es schon sehr lange gibt. Ich glaube, die ist ursprünglich 2008 oder so rausgekommen, also ganz am Anfang des Smartphone-Zeitalters. Und diese App beruht auf einem sehr einfachen Prinzip, über das man getrennt wieder diskutieren könnte, nämlich auf der sogenannten Gladwell-Formel. Das ist die Idee, dass wenn ich mich einer Tätigkeit ungefähr 10.000 Stunden lang widme, dann werde ich diese Tätigkeit beherrschen. Die Level Me Up App nimmt diese Idee her und sagt, okay, könnt ihr euch jetzt aussuchen, welche Dinge sind euch wichtig, was möchtet ihr tun, in welchen Dingen wollt ihr Expertise entwickeln, gut werden, und diese Dinge könnt ihr dann als eure Ziele festsetzen, und die Level Me Up App macht euch da einen quasi spielerischen Verlauf draus, ganz ähnlich der Art, wie Online-Spiele wie World of Warcraft funktionieren, indem ich jedes Mal, wenn ich dann zum Beispiel male oder Klavier spiele, quasi die App mittrackt, wie viel Zeit habe ich damit verbracht, und so wäre ich vom Anfänger zum Fortgeschrittenen und dann irgendwann zum Meister dieses Fachs. Das Schöne daran ist, dass es wirklich dort ansetzt, wo die Frage, was möchte ich hier eigentlich erreichen, von den Userinnen und Usern abhängt. Jetzt noch zum Abschluss, und dafür haben wir noch ausreichend Zeit, ja, die Frage, die sich jetzt noch stellt, ist, wenn wir jetzt sozusagen sagen, es geht hier immer wieder um Spielelemente oder Game Design Prinzipien im weitesten Sinn, können wir noch abschließend die Frage stellen, was ist eigentlich das Besondere an Spielen, das wir auf Alltags-, Arbeits- oder Lernsituationen übertragen wollen. Ja? Eine Sache, die wir von der Spieletheorie und der Spieledesigntheorie, auf die wir immer wieder stoßen, sind neben diesen Punkten Dinge wie Regeln, Ziele, Belohnungen. Ich halte das jetzt ganz grob und allgemein, das lässt sich alles sehr viel weiter ausdifferenzieren. Wir können nachher auch gern noch ein bisschen darüber reden. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Aspekte alle nicht spielexklusiv sind. Wenn ich zum Beispiel dran denke, also alle diese Aspekte habe ich auch dann, wenn ich sowas Einfaches mache, wie eine Fertigsuppe kochen, eine Backelsuppe. Da habe ich hinten drauf ein Rezept stehen, und im Grunde ist es so, ich kenne
Regeln, die ich befolgen muss, wenn ich will, dass aus dieser Suppe etwas wird. Es ist klar, dass es mit einem Ziel verknüpft ist, nämlich ich habe am Schluss eine fertige Suppe und das ist im Idealfall auch die Belohnung, die ich dafür bekomme. Das ist Regeln, Ziele und Belohnungen finden wir in fast allen Bereichen des Alltags. Die Frage ist jetzt, was unterscheidet diesen Umgang mit Regeln, Zielen, Belohnungen und was dann auch dazugehört Alltagssituationen, die wir nicht als Spiel gestaltet haben. Und ein Vorschlag, den ich hier machen möchte, kann ich nur ganz kurz anreißen, ist die Idee von Handlungsmächtigkeit auf eine ganz bestimmte Art. Also Agency heißt das im Originaldiskurs, nämlich die Idee, dass ich sage, ich kann in einer Situation Dinge tun, ich kann Entscheidungen treffen und ich kann erleben, wie diese Entscheidungen einen bedeutenden, einen signifikanten Einfluss darauf haben, wie Dinge sich dort entwickeln. Das ist das Gefühl, dass meine Handlungen und meine Entscheidungen einen Unterschied machen. Und das, was diese Handlungsmächtigkeit sozusagen als Ziel, als das, was ich sozusagen haben möchte aus Spielen und aus Gamification, was das möglich macht, und das werfe ich jetzt auch mal nur so in den Raum, das ist bedeutungsvolles Feedback. Das heißt, Feedback ist etwas, was wir später sicher ausführlich diskutieren werden, aber es geht um eine bestimmte Art von Feedback, nämlich eines, das mir sozusagen sehr rasch und möglichst unvermittelt zeigt, nicht nur was ich gerade tue, sondern welche Konsequenzen das hat und mir dann auch möglich macht, meine Handlungen, diese Erkenntnis gemäß anzupassen, um meine eigenen Ziele zu erreichen. Vorletzte Folie. Hier sehen wir auch schon den Übergang zu dem, was oft als die dunkle Seite von Gamification irgendwie hervorgehoben wird. Ich möchte ein Beispiel bringen, ist auch schon lang her, das war auch am Anfang der Gamification-Diskussion, aber 2011, glaube ich, hat es einen aufsehenerregenden Zeitungsartikel in der LA Times gegeben, in dem aufgedeckt worden ist, dass gerade in Anaheim die Disney Hotels in der Wäscherei ein großes Scoreboard gehabt haben, bei dem die Leistung einzelner Mitarbeiter angezeigt wurde. Das ist die Frage, wie sehr erfüllen diese Mitarbeiter ihr Pensum, wenn sie Wäsche zusammenlegen und so. Ja. Und die Idee dahinter war ein bisschen so einen Wettbewerb zwischen den Mitarbeitern in Gang zu bringen und so dazu zu motivieren, mehr Leistung zu bringen. Und das Ergebnis war aber ein vollkommen anderes, ein ganz schreckliches. Es ist darüber berichtet worden, dass Mitarbeiter nicht mehr auf die Toiletten gegangen sind und in irrsinnigen Stress gekommen sind und recht kürzlich haben wir die gleiche Geschichte wieder gehört von Amazon, Logistiklagern, wo das offenbar alles ein bisschen in diese Richtung geht. Ja. Und wir müssen ganz getrennt reden über das chinesische Sozialkreditsystem. Das ist hier ein ganz häufiges und wichtiges Beispiel, das man auch von vielen verschiedenen Seiten beleuchten kann. Jedenfalls, und damit möchte ich meinen Vortrag nicht ganz in der Zeit schließen, wenn ich sage, das Wesentliche hier, der wesentliche Unterschied ist, dass es grundsätzlich, obwohl wir wissen, das Spiel fasziniert und das auch nicht ganz neu ist, weil Menschen immer schon gespielt haben mit großer Begeisterung, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Gamification, das ist die letzte Unterscheidung, die ich in den Raum stellen möchte, nämlich zwischen Gamification und sinnvoller Gamification. Verbunden ist das alles mit dieser Sinnfrage, die aber nicht einfach von außen implementiert werden kann, sondern eine tiefmenschliche Kategorie ist. Sinnvolle Gamification muss, das ist ein bisschen so eine kleine These, muss an den Bedürfnissen der Spielerinnen ansetzen und manchmal werden wir auch merken, dass ein Bereich diesen Bedürfnissen entgegensteht, dann können wir ihn gamifizieren, so viel wir wollen. Das wird am Ende immer Widerstand wecken und hier ist sozusagen noch eine letzte Begrenzung des Themas Gamification. Jetzt begrenze ich mich selbst. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und bin sehr gespannt auf Fragen, Diskussionen und natürlich die weiteren Vorträge. Dankeschön.